Und zwar habe ich das hier gesehen. Schauen Sie mal. Weil Serena ihre Notdurft verrichten wollte, muss Sonja jetzt bluten. Ja. Doch die Moderatorin bleibt erstaunlich cool. Ich bin ja jetzt nicht so eine Tussi, die so rumpienst. Die hat halt ganz nadelspitze Zähne und irgendwie anscheinend wurde sie dann plötzlich ein bisschen nervös und unsere Mädels haben das ganz richtig erkannt und ich dachte nur, ach, immer cool bleiben. Und ich bin nur froh, dass es hinten ist. Wenn es vorne wäre, dann hätten wir jetzt ein Problem beim Fotoshooting. Ich habe jetzt eine ganz coole Tätowierung. Zeig sie mal, zeig mal, das ist der Kamera. Du, der Schlangenbiss. Hei, aua, aua, da ist Sonja Kraus doch tatsächlich von Serena der Schlange gebissen worden, meine Damen und Herren. Und deswegen haben wir sie nominiert für den Rat der Woche. Nominiert für den Rat der Woche ist Serena die Schlange heute Abend bei uns zu Gast. Hier ist Serena. Herzlich willkommen. Hallo. Was ist das? Wie heißen die? Boa Constrictor. Boa Constrictor. Hallöchen. Boa Constrictor. Oh. Die machen ja nichts, oder? Doch, doch, die beißen. Du bist eine ganz tolle Serena. Du hast, ja? Für mich bist du die klügste Schlange der Welt. Wie hat denn Sonja Kraus geschmeckt? Hm? Nach was denn? Hm? Nach doof? Nein. Ja. So, meine Damen und Herren, was redet man mit so einer Schlange, fragen Sie sich jetzt auch. Die können nicht sprechen, oder? Die sind taub. Was, die sind auch noch taub, die Schlangen? Die haben keine Ohren. Die haben keine Ohren? Nein. Was heißt das? Aus dem Hause Niki Lauda? So in der Art. Was mal, ja, gut, dann hat das ja gar keinen Zweck. Warum sagt uns keiner, dass die Schlange taub ist? Ja, da kann ich ja auch keine Fragen stellen. Ja, Antworten schon gar nicht erwarten. Zeichensprache? Reagieren die auf Zeichensprache? Sie hat ja keine Hände. Was? Sie hat ja keine Hände, natürlich. Ich kann ja auch keine Zeichensprache selber. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, wir geben die Schlange. Oh, ho, 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 ho. Ja, vielleicht gibst du die Schlange einfach ins Publikum. Ja? Solange. Meine Damen und Herren, Serena, die Schlange!